Lieber Wassermann, Juli 2020 wird für dich der Monat des Loslassens und der seelischen Reinigung sein. Bestimmte Ängste, die du hast, wirst du bald konfrontieren und komplett überwinden können. Das wird dir erlauben, ungenutzte Talente zu erkennen und realitätsbezogen zu nutzen. Bis zum 11. des Monats hast du Merkur rückläufig in deinem sechsten Haus. Es wird dir am Monatsanfang bewusst, welche Fehler du in deiner Vergangenheit gemacht hast und erforderlichenfalls entsprechende Korrekturen vornehmen. Es gibt eine Situation, die seit langem gelaufen ist. Diese solltest du beenden, damit es dir besser geht, ja? Dann haben wir am 1. einen Sextil Sonne Uranus. Eine unerwartete Nachricht oder Ereignis kann dich dazu anregen, mit einem Menschen so schnell wie möglich in Kontakt zu treten. Zwischen 2. und 3. ist Saturn rückläufig in Steinbock. Bis zum Jahresende musst du mit deiner Vergangenheit endlich abschließen, mein lieber Wassermann. Damit wirst du ab 2021 eine neue Lebensphase mit frischen Energien und Inhalten starten können. Prozesse, die ins Stocken geraten sind, belasten deine Psyche. Zwischen 4. und 5. des Monats haben wir einen Vollmond in Steinbock. Du brauchst Heilung und diese wirst du bald erleben. Dennoch wird es notwendig sein, dass du Ängste und Inhalte, die du verdrängst oder vernachlässigst, so erkennst, wie sie sind, auch wenn es dir schwer fällt. Zwischen 6. und 11. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Mars. Eine Person kann sich gegen dich stellen an diesen Tagen, ja? Also sei bitte vorsichtig, wem du vertraust und deine Probleme erzählst. Bedenke, dass dieser Einfluss bis zum Monatsende aktiv bleibt. Am 12. des Monats haben wir Merkur wieder normal laufend in Krebs. Du suchst nach neuen Konzepten und Definitionen für die Umgestaltung deines Lebens. Diese wirst du finden und vielleicht auch entwickeln können, wenn dir jemand aus der Familie dabei behilflich ist. Zwischen 13. und 21. des Monats haben wir eine krasse Opposition. Auf der einen Seite haben wir die Sonne, auf der anderen Jupiter, Pluto und Saturn. Themen wie Gesundheit, Job, Arbeit und Rechtsangelegenheiten können große Verantwortungen mit sich bringen. Du solltest dich an diesen Tagen etwas zurückziehen und wenn es ein Problem aufgetaucht ist, dann solltest du die Ruhe bewahren, mein lieber Wassermann, um den Weg zum Erfolg schneller zu finden. Zwischen 19. und 20. des Monats hast du einen Neumond in Krebs. Lästige Angelegenheiten, Probleme und Hindernisse werden sich bald einfacher regeln und überwinden lassen. Am 22. ist die Sonne in dein Partnerschaftshaus eingetreten. Zusammen mit einem anderen Menschen wirst du große Schritte machen und dich in irgendeiner Weise vom Dunkel ins Licht bewegen. Das ist schon mal gut. Zwischen 23. und 27. des Monats bilden Venus und Neptun einen Quadrat. In Sachen Liebe könntest du schöne Momente mit einem Menschen erleben. Wenn dies nicht zutrifft, dann solltest du dich extra vergewissern, dass jemand ehrlich zu dir ist. Und dann zum Schluss haben wir einen Spannungs-T-Quadrat zwischen Merkur, Mars und Jupiter. Am Monatsende müsste eine spannende Situation gegeben sein, die deinen Mut und deine Anpassungsfähigkeit herausfordert. Mein lieber Wassermann, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Wenn du aufgrund
der Weltgeschehnissen und Welteinflüsse, die auf uns zukommen, eine Beratung haben möchtest, findest du meine Kontaktdaten unten bei der Beschreibung dieses Videos. Ich wünsche dir viel Glück für Juli 2020. Alles Gute und bis zum nächsten Video.